Und weiter geht's mit Let's Play Mark of the Ninja. Beim letzten Mal haben wir uns ja schon in die Festung von Graf Karajan irgendwo in den wilden Tiefen von Osteuropa vorgearbeitet, bis in die Katakomben. Also das Heim der Ahnen haben wir ja abgeschlossen und nun sind wir vor unergründlichen Abgründen. Der einzige Weg führt direkt durch die heimtückischen Katakomben, wo die Luft verpestet und der Untergrund, keine Ahnung. Die haben es ja nicht so mit Sätzen beenden. Wollen wir uns mal anschauen, wie es weitergeht. Ihr seht, ich habe hier schon Fortsetzen mitstehen. Ich habe gerade schon eine Aufnahme angefangen, die ich aber nach ein paar Sekunden wieder abbrechen oder nach ein paar Minuten wieder abbrechen musste. Also ich bin nur bis zum ersten Speicherpunkt innerhalb dieses Levels gespoilert und bis dahin passiert nicht viel. Ich sage aber schon mal dazu, ich habe jetzt schon seit, ich glaube, 3 Wochen oder so nicht mehr gespielt, das Spiel. Das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen rumdörpen sollte, liegt es daran, dass ich das schon ein paar Wochen lang jetzt nicht mehr gespielt habe. Die Folgen haben relativ lange gereicht. So, dann wollen wir aber mal loslegen. Und ja, ich möchte neu starten. Und dann schauen wir auch mal, punktetechnisch brauchen wir jetzt nichts nochmal neu ausgeben. Ich habe aus Versehen vorhin die verbesserte Stachelmine gekauft. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht. Das war mehr ein Versehen. Naja, was willst du machen? Passiert halt. Machen wir doch einfach mal los, wieder mit der Rauchbombe und den Krähenfüßen und schauen uns mal an, wie es in den Katakomben so aussieht. Die Katakomben. Wow. Look at that chasm. My advice? Move fast and don't look down. Oha, ich sehe schon. Finde einen Weg an die Oberfläche. Uns wird der Untergrund wegbrechen. Na, traumhaft. Zack. Oh. Guess I'll have to find another way around. Go on, I'll catch up. Ist ja nicht so, als ob sie sonst eine Riesenhilfe wäre, wenn sie noch dabei ist, ne? This place is ancient. Watch your footing on those ledges. They don't look very solid. So, dann wollen wir uns noch mal ein bisschen beeilen. Heute macht das Rennen auch mal ein bisschen mehr Sinn als sonst. Schnell hier rüber. Das kann ja heiter werden. Solche Stellen finde ich übrigens auch immer sehr interessant. Das Verbindungsstück zur Wand bricht weg, aber der Rest steht noch in der Luft. Natürlich. Warum nicht? So, machen wir uns mal weiter auf hier. Mal sehen, wo es hingeht. So, bis hierhin kenne ich das Ganze. Alles. Oh. Direkt in den Tod gestürzt. Gut, alles jetzt kommende kenne ich auch noch nicht. Also wir müssen offenbar hier weiter. Diese Kiste können wir doch bestimmt verschieben. Ja, können wir. So. Dann machen wir das Ganze doch auch mal. Ich gucke noch mal kurz, ob hier drüben irgendwas Tolles kommt. Noch eine Kiste, die wir verschieben können. Okay. Ah, hier gibt es sogar was zum Sammeln. Ist das nicht schön? Ninja must never fear death. But Tatsuji refused to die. He was corrupted by a power that had no purpose. I give my last coins to an old scar-cheeked merchant. What have I to lose? That corridor is full of poison. If you move fast, it won't kill you. I just hope there's fresh air on the other side. Das kann ja super werden. Ich liebe solche Räume doch, in denen wir nicht atmen können. Aber was soll's. Ich sehe schon, hier in den Katakomben wird es jetzt weniger um Kämpfe gegen Wachen gehen oder sowas, sondern offenbar mehr darum, einfach am Leben zu bleiben. They're using those crates to haul weapons. Nobody will notice if you ride along too. So, wie weit können wir den denn? Nee, halt mal an. Ich will in die andere Richtung. Können wir den bis ranschieben? Oh ja, das geht tatsächlich. Nein, nicht wieder zurück. So. So dachte ich mir das doch. Dann können wir doch hier mal dran hochklettern. Und brechen hier einfach mal kurzerhand ein. Die Schmugglertunnels. Okay. Gut, ist wahrscheinlich einfach, um hier drüben an die Decke zu kommen. Können wir noch mal kurz nach links? Ich möchte mal kurz hier schauen. Ach so, unten ist eine Metalltür. Alles klar. Da hatte ich nämlich nicht geguckt, was dort eigentlich ist. So. Damit kommen wir jetzt hier oben dran. Wunderschön. Hilft uns das denn überhaupt weiter? Ich weiß es gar nicht so richtig. Ich habe nicht so wirklich das Gefühl, ne? Ach, können wir vielleicht... Können wir vielleicht das Ding... Nee, es geht bloß nach oben und unten, ne? Ja, ja.
Gut, wie weit geht es denn runter? Fragen wir uns so mal. Ach nee, das geht hier rum. Ich sehe gerade die Schiene, die ist ja hier weiterführend. Machen wir mal so. Und klettern erstmal kurz hier drauf. Oder wir machen es anders. Holen uns das Ding nochmal zurück. So. Und jetzt lassen wir es einfach laufen. Wie wär's damit? So, dann bleiben wir einfach mal hier kleben und lassen uns davon ein bisschen transportieren. Das ist doch viel gemütlicher und wahrscheinlich auch ein bisschen gesünder für unsere Lunge, wenn ich mir das so anschaue. Ne, hier unten laufen wirklich Wachen rum. Ist ja nicht euer Ernst. Und die wundern sich auch überhaupt nicht, warum hier die Kiste am Transportieren ist. Na gut, was soll's. Bringt mir die Kiste jetzt noch einen weiteren Verlauf was? Ich weiß nicht, ob das hier... Nee, das ist nicht der Verlauf, ne? Gucken wir mal, ob die jetzt irgendwann stoppt. Ich vermute mal, wir müssen klettern jetzt einfach. Ja, ja. Okay. Geht klar. Make sure we got backup power to the catacombs. We pulled double shifts installing those security measures down there. I don't want to waste it because of a brownout. So, so. Oh, oh. Ich geh mal. Wir sollten also nach Möglichkeit einen Stromausfall erzeugen. Das kriegen wir bestimmt hin. Können die durch die Mauern durchsehen? Das ist natürlich uncool. Prinzipiell jetzt aber erstmal kein großes Problem. Wir machen uns einfach mal hier oben lang. Oh. Na gut, das sollte machbar sein. Ah, shit. Jetzt ist die dritte... Lass uns mal kurz ein Stück zurücknehmen. Nein, nicht so weit. Ah, Mist. Komm schon. Ich hätte es gern so, dass alle drei... Oh, nee, 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 da war nichts, da war nichts. Ach, scheiße. Na komm, töte mich. Hier vor dir. Töte mich. Oh. Eigentlich sollte mich nicht der Laserstrahl töten. Das geht natürlich aber auch. Das ist genauso akzeptiert. Das war wieder ein Stück zu weit. Komm, dann machen wir es einfach mal so. Okay. Haben wir auch unsere Ruhe. Ich frage mich gerade, was da unten lang geht. Und ich weiß nicht, ob das gesund ist, da unten lang zu machen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht so wirklich. Oh, wir müssen es aber tun. Oh, shit. Ach komm, das war ja jetzt unfair. Okay. Neuer Versuch. Wir kriegen das schon noch hin. Komm, warum sollte ich mir das Leben wieder so schwer machen? Ich mach's einfach mal wieder so. So, okay. Sollten wir uns vielleicht mal ein bisschen beeilen. Scheiße. Aber wir können wieder atmen. Das reicht. Oh. Das ist ja mies. Okay. Gar nicht cool. Gar nicht cool. Nein, 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 nein. Nein. Komm nochmal runter mit dir. Zieh es nochmal rüber. Okay, die Kiste bewegt sich auch bloß bis hier. Das heißt, sie ist wirklich bloß dazu da, um uns hier über die Laser zu helfen. Alles klar. Na komm, runter mit dir. Da müssen wir mal ein bisschen Lebensverlust jetzt in Kauf nehmen. Scheiße. Ich war doch noch drin, vorhin hat es doch gereicht. Vorhin hatte es gereicht, um noch atmen zu können. Das scheint ja gerade die Grenze zu sein. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Ach nein! Ich wollte doch hier oben auf den Vorsprung. Na, jetzt ficken sie mich aber ganz schön hier. Neuer Versuch. So, rennen wir mal ein bisschen schneller. Soweit sollten wir gehen können. Ah, okay, bis hierhin müssen wir. Da können wir wieder atmen.
So, und den gucken wir uns erstmal ganz kurz an. Ich glaube, ich sollte nach oben gehen können eigentlich, oder? Das sollte eigentlich machbar sein. Aber hier... Ja, ja, das geht. Okay, und hier ist auch ein Speicherpunkt gleich. Der aber noch nicht aktiviert ist. Hm. Müssen wir erst wieder drüben klettern. Ich warte jetzt aber mal lieber eine Runde ab, bis er durch ist. Ist mir sonst ein bisschen zu unsicher. Die leuchten ja schon ein ganzes Stück weiter, als das die Wachen bisher immer getan haben, ne? Ah, jetzt! Folge dem Frachtkorridor nach oben. Und jetzt können wir auch wieder mal ein bisschen auf stabilere Sachen zurückgreifen beim Klettern. Ein steiler Weg nach draußen. Bleibst du jetzt hier so? Nee, ne? Die Ärsche zwingen einen dazu, Leute umzubringen. Das finde ich gar nicht cool. Und hier können wir nicht langklettern, oder? Nein. Aber warte, warte, warte. Das ist natürlich gut. Ja, ja, ja. So geht es. Müssen wir bloß mal warten, bis er unten fertig ist mit gucken. Komme ich denn... Na, ich komme aber nicht bis darüber. Das ist das Problem. Ich könnte ihm natürlich eine Rauchbombe vor die Füße werfen. Ach komm schon! Du stehst im Rauch, Junge! Du stehst im Rauch! Was soll ich denn davon halten? Mann, 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 Mann. Aber wisst ihr was? Ich will mal ganz kurz nach unten gehen. Einfach nur... Oh, sieh mal an! Ich sehe was, was ich vorher nicht gesehen habe. Oh, das hat gereicht. Gut, und dann lassen wir uns doch einfach mal davon transportieren. Was, ohne runter zu fallen? Moment, Moment, Moment. Reite auf der Kiste den Schacht bis nach oben, ohne runter zu fallen. Ich bin nicht runtergefallen. Na toll. Okay, dann starten wir vom Kontrollpunkt nochmal. Unter runterfallen verstehen die also schon, wenn man sich an die Seite dranhängt. Das ist natürlich ein bisschen dämlich, muss ich sagen. Okay, was soll's. Müssen wir so hinnehmen. Ab nach unten mit dir. Was tust du? Weiß er wahrscheinlich selbst nicht. Ich habe nur einmal den Hebel betätigt. Ach, komm schon. Jetzt wollte mich aber verarschen, oder? Naja, was soll's. Machen wir es halt nochmal. So, ganz in Ruhe, diesmal bitte den Hebel nur einmal betätigen. Was tust du? Warum? Ich habe wirklich diesmal extra darauf geachtet, dass ich die Taste nur einmal ganz, ganz kurz drücke. Warum betätigt er den Hebel zweimal? Diese Frage und viele andere gehören wohl zu den größten Mysterien unserer Welt. Okay, mit dem ganz schnellen Rüberschlittern habe ich ihn gerade davon abgehalten, sich jetzt drüben dran zu nehmen. Okay, aber da sieht er mich doch. Das ist doch scheiße. Also so geht's nicht. Ich muss mich doch eigentlich außen dran hängen. Sonst habe ich keine Chance, dort irgendwie hochzukommen, lebendig. Also ich meine, ich komme sonst hoch, aber halt nur noch zuckend höchstens. Mehr nicht. Oder wir bleiben unten dranhängen? Hilft mir das? Ich glaub's ja nicht, ehrlich gesagt. Oder? Nein, nein, hilft mir nicht. Nein, nein, nein. Das hilft mir ganz und gar nicht. Oh Gott. Ich hasse euch. Ich hasse euch so sehr. So, wisst ihr was? Ich hänge mich jetzt wieder so dran und diesmal ist es mir völlig egal, wenn das dann als von der Kiste gefallen zählt, was ja überhaupt nicht stimmt. Dann nehme ich das einfach so hin. Wie ein Mann nehme ich es hin. So, klettern wir mal hier außen dran. Okay, jetzt runter. Jetzt geht's seltsamerweise. Wohin wollte er nicht? Jetzt ist es in Ordnung.
Na gut, dann spielen wir dieses Spielchen hier mal. Geht doch. Geht doch.